Ich habe mich jetzt schnell fertig gemacht, denn wir gehen jetzt eine kleine Runde laufen und genau, und dann wird weitergearbeitet. Und dann nehme ich euch heute mal wieder mit und zeige euch, wie so unser Tag aussieht. Thomas hat heute Vormittag schon fleißig Videos geschnitten und ich finde, er macht das so toll. Also gebt gerne mal auch euer Feedback unter den Kommentaren, wie ihr die Videos findet. Genau. Aber jetzt gehen wir erstmal raus. Eine kleine Runde laufen draußen. Ich zeig's euch. Scheint die Sonne wieder. So, so schön. Ich habe vergessen, meinen Sonnenschutz drauf zu machen. Muss ich auch noch machen. Aber ja, so schön. Wir gehen jetzt laufen. Oh, ganz wichtig. Laufen tut eben auch gut. Nicht nur, dass man immer an der frischen Luft ist, sondern ich finde einfach, wenn man jeden Tag so für ein paar Minuten einfach rausgeht, sich bewegt, an der frischen Luft ist, dann merkt man einfach mit der Zeit auch einen Unterschied und ja, das tut einfach gut. Deshalb, let's go! Gerade Thomas hat sich dazu entschieden, dass wir eine große Runde laufen und ich merke einfach, dass ich gar keine Ausdauer habe. Er musste mich schon, als wir so einen Berg nach oben gelaufen sind, nach oben schieben. Auf jeden Fall nutzen wir immer die Zeit, wenn wir laufen, um einfach zu besprechen, was gerade so ansteht, was wir gerade noch machen müssen und verteilen so ein bisschen die Aufgaben. Und ja, genau. Auf jeden Fall muss ich heute noch den Newsletter fertig schreiben. Und dann sollte ich eigentlich auch ein paar Videos drehen. Dann will ich auf jeden Fall noch trainieren gehen und dann noch in die Sauna. Und bevor ich in die Sauna gehe, will ich noch die Ölkur drauf machen. Zeige ich euch auch, wie ich das mache. Und dann ist der Tag auch schon rum. Ich finde irgendwie, die Zeit vergeht so schnell. So, wir sind daheim angekommen. So, wir sind... Nein, das wollte ich einfach nicht sagen. Warum sage ich das dann, wenn ich das nicht sagen wollte? Wir sind jetzt wieder zu Hause und ja, laufen gehen hat so gut getan. Wir haben knapp über 9000 Schritte gemacht und das heißt, ich kann später auf Cardio verzichten und kann direkt mit Krafttraining starten und anschließend in die Sauna gehen. Ich freue mich voll. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch meinen Tee gemacht, gehe gleich ins Büro und werde ein bisschen an meinem Newsletter noch schreiben und das will ich jetzt auch häufiger machen und auch persönlicher gestalten und für mich ist gerade wichtig irgendwie, ich möchte eine Community aufbauen und einfach auch mehr mit euch interagieren, weil ich, wie gesagt, nicht mehr diesen direkten Draht zu den Kunden habe. Das hatte ich ja davor im Laden, beziehungsweise im Studio und jetzt habe ich das nicht mehr und das möchte ich mir irgendwie dadurch wieder zurückholen und deswegen, wie gesagt, würde ich mich echt freuen, wenn ihr einfach kommentiert, vor allem auch unser Kanal abonniert, denn dadurch wachsen wir und das freut mich dann auch immer und ich sag euch, wie es ist, Leute. Eure Kommentare, euer Like, für euch ist es vielleicht so eine Sache von 2 Sekunden, aber für mich ist es so viel mehr. Wisst ihr, was ich meine? Weil dadurch sehe ich einfach, dass das, was ich mache, bei euch gut ankommt. Und das ist so ein bisschen wie, ja, man bekommt dadurch Anerkennung für die harte Arbeit, die dahinter steckt. Und das motiviert mich einfach. Und auch wenn ihr mir Nachrichten schickt oder mir schreibt, das ist so, das
bedeutet einfach so viel für mich. Und für euch ist es vielleicht nur kurz so ein Like, aber für mich ist es so viel mehr. Oder wenn ihr unser Kanal hier abonniert, dann ist es für uns einfach eine Motivation, dran zu bleiben. Und genau, deshalb würde ich mich einfach freuen, wenn ihr das macht, wenn es euch natürlich gefällt. So, ich bin jetzt im Büro und habe mir jetzt noch schnell einen Shake gemacht, weil ich bin ehrlich zu euch, ich habe heute nur eine Brezel gefrühstückt und habe auch gar nicht so viel getrunken, weil wir sind dann laufen gegangen und irgendwie, ach keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich solche Tage habe, wo ich einfach vergesse zu essen, dann hole ich das meistens nachts oder abends nach und dann esse ich halt nur Blödsinn. Deswegen habe ich mir jetzt schnell einen Shake gemacht mit Hafermilch verdünnt mit Wasser, Banane, dann Himbeeren und Haferflocken und Whey. Also das ist jetzt hier alles drin und ich glaube, das wird mich dann auch richtig gut sättigen. Und später wird Thomas kochen, der macht dann so Protein-Wraps. Und dann werde ich heute noch sehr viel, muss ich noch sehr viel Wasser trinken. Ich habe mir jetzt heute Brennnesseltee gekauft, mit der Hoffnung, dass ich dadurch ein bisschen entwässern kann. Weil ich durch die Schwangerschaft wirklich krasse Wassereinlagerungen hatte und gefühlt immer noch habe und hoffe, dass es dadurch besser wird. Und ja, aber jetzt muss ich arbeiten und ich würde sagen, let's go. Wieder zu Hause und mein Akku ist auch gleich leer. Genau, ich war jetzt trainieren, danach war ich in der Sauna, bin nach Hause. Thomas hat leckere Protein-Wraps gemacht, haben wir dann auch noch schnell gegessen. Jetzt ist er trainieren. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Ich muss noch Templates erstellen und Meeting mit unseren Partnern vorbereiten. Genau, und ich möchte es auf jeden Fall heute erledigen, damit ich morgen mich dann auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ja, dann vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist ganz wichtig. Und zu liken, zu kommentieren, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.